Das also mir wollen Männer mal erzählen, dass sie glauben, ich sei eine wirkliche Frau. Also wenn ich Männer treffe und mit denen halt nach Hause gehe, dann sagen sie mir immer, du, ich habe wirklich gedacht, du seist eine Frau. Und da sage ich immer so, tut mir leid, so sehen Frauen also, nicht aus, weißt so, du? So ist es nicht geendet bei dir? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich habe immer positive Erfahrungen mit Männern, die von vornherein wissen, dass ich ein Transvestit bin. Also sonst würden sie mit mir nicht mitgehen, ist das ganz klar. Es liegt an der Stimme oder weiß ich nicht. Weil so sehen Frauen nicht aus. Also ganz ehrlich, und mir wollen sie mal erzählen, ich sage, tut mir leid, aber ich gucke in Spiele, ich sehe den Kerl in mir und wenn du ein bisschen ehrlich bist, dann weißt du auch, dass ich ein Kerl bin. Und das hindert sie aber nicht daran, mit mir Sex zu haben. Also meistens habe ich dann doch schon verheiratete Ehemänner mit zwei Kindern zu Hause, die dann gerne mal und mit mir in die Kiste starten. Und dann auch wahrscheinlich Fatal Attraction. Ja, aber das ändert dann nicht so tragisch als vielleicht der Bürger es sich vorstellt dann auch. Ja, das ist einfach so Wunschvorstellung. Ich denke mir, viele Männer haben das auch in sich drin, dass sie auch gerne mal eine Erfahrung haben mit einem Mann, aber dann immer so eine kleine Entschuldigung brauchen, zu sagen, ich habe ja wirklich gedacht, du bist, genau, weißt du, so, dass jetzt das offen schwul, also, weißt du, ich finde auch wichtig, dass Männer untereinander einfach so Zärtlichkeiten austauschen. Das ist unter Frauen sehr akzeptiert in der Gesellschaft, aber unter Männern ist es immer noch so, schwul ist immer noch so was Negatives. Und wenn man es mit der Transe macht, ist es noch ein bisschen akzeptabler. Muss man auch dazu sagen, dass